Wir erreichen jetzt den Bahnhof Wünsdorf-Waldstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, liebe Freunde, richtig gehört. Wir sind mal wieder auf der Strecke Berlin-Dresden zu Gast. In Wünsdorf-Waldstadt. Einem mittlerweile recht überschaubaren Stationchen, dessen Erscheinungsbild sich durch die unmittelbar bevorstehende Bahnhofsmodernisierung wandeln wird und das mit einer interessanten Geschichte aufwarten kann. Beim Bau der Berlin-Dresdner Bahn 1875 ging Wünsdorf zunächst leer aus. Der Bahnhof wurde erst 1897 eröffnet. Im frühen 20. Jahrhundert startete Wünsdorfs Karriere als Militärstützpunkt, anfänglich als kaiserlicher Truppenübungsplatz. Nach dem Ersten Weltkrieg nutzten Reichswehr bzw. Wehrmacht das Gelände und erweiterten es auf 60 Quadratkilometer in einem durch die Ortschaften Zossen, Kalinchen, Töppin und Wünsdorf gebildeten Viereck. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre erhielt unter anderem das Oberkommando der Wehrmacht seinen Sitz in Wünsdorf. In diesem Zusammenhang entstanden ausgedehnte Bunkeranlagen, die heute Touristenattraktion sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Wünsdorf Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte in der DDR, in das ab 1953 auch bislang zivil genutzte Bereiche östlich der Bahnstrecke einbezogen wurden. Damit einher ging die Sperrung der heutigen Bundesstraße 96 zwischen Zossen und Neuhof, deren Nutzer fortan zum Umweg über Mellensee und Klausdorf gezwungen waren. Zeitweilig lebten über 50.000 Personen in der 6 Quadratkilometer umfassenden verbotenen Stadt, die über einen eigenen Bahnhof mit täglicher Direktverbindung nach Moskau verfügte. Nach dem Abmarsch der Sowjetarmee 1994 startete die Konversion des Geländes, die Umwandlung von militärischer in zivile Nutzung. Drei Viertel dieses heute als Waldstadt bezeichneten Areals wurden zum Wohngebiet, zum Sitz brandenburgischer Behörden und Standort diverser Antiquariate und Museen, der Bücher- und Bunkerstadt. Der Rest ist von leerstehenden Militärbauten und Brachflächen geprägt und hart der Vermarktung. Es ist viele Jahre her, dass ich mit einem Mädchen oder eher einer jungen Dame, auf jeden Fall einer Russischschülerin, spazieren ging und ihr die Frage aller Fragen stellte. Was heißt eigentlich Bahnhof auf Russisch? Sie hatte ihre Vokabeln brav gelernt und antwortete Wagsal. Was sich aus diesem Spaziergang entwickelte oder auch nicht, soll uns weniger interessieren. Vielmehr leitet uns diese historische Episode zurück zum Wünsdorfer Wagsal, den ich in dem Zustand skizziere, wie er sich zum Zeitpunkt des Russenabzugs präsentierte. Da wären zunächst die durchgehenden Hauptgleise 1 und 2 einschließlich 4 Weichenverbindungen, das Stumpfgleis 7 mit Abstellgleis plus Anschluss zum Umformerwerk, die Bahnsteige samt Sperre am Empfangsgebäude mit Fahrdienstleiterstellwerk im Vorbau, die teilweise für Überholungen nutzbaren Gleise 3 bis 6, diverse Anschlussgleise beim Wärterstellwerk und der Russenbahnhof mit dem 1977 errichteten Abfertigungsgebäude. Dann male ich noch so ein paar niedliche kleine Signale rein und zu guter Letzt den Bahnübergang der Straße am Bahnhof. So etwa sah das also 1994 aus. Mittlerweile ist das deutlich übersichtlicher. Vom Bahnhof Wünsdorf, der 1998 den Zusatz Waldstadt erhielt, blieben nur die beiden durchgehenden Haupt-, ein Überholungs-, das Stumpf- und zwei Abstellgleise übrig. Das erwähnte Umformerwerk war von der Streckenelektrifizierung 1982 bis 2007 in Betrieb, wandelte Strom aus dem öffentlichen Netz sozusagen in ein eisenbahntaugliches Format um und speiste ihn in die Oberleitung ein. Zum aktuellen Betriebsgeschehen. In Wünsdorf verkehren jeweils im 2-Stunden-Takt und natürlich ohne Halt die IC-Linie 17 Rostock-Dresden sowie die EC-Linie 27 zwischen Hamburg und Tschechien. Im Regionalverkehr ist der aus Doppelstockzügen gebildete RE5 von Rostock bzw. Stralsund über Neustrelitz und Berlin Hauptbahnhof Tief nach Elsterwerda unterwegs. Während der Rostocker Ast immer bis Elsterwerda durchgebunden ist, enden die Stralsunder Züge außerhalb der Hauptverkehrszeit in Wünsdorf. Hinzu kommt im Stundentakt
Der mit Elektrotalenten gefahrene RE7 von Dessau über Belzig, die Berliner Stadtbahn und den Flughafen. Trotz einer Entfernung von gerade einmal 40 Kilometern beträgt die Fahrzeit zwischen Wünsdorf und Berlin Hauptbahnhof je nach Laufweg 56 bis 66 Minuten. Endende Züge nutzen das Stumpfgleis 7, die übrigen die Gleise 1 und 2. Der schmale Zwischenbahnsteig am Gleis 2 ist nur durch Überschreiten des Gleises 1 erreichbar, weshalb kein Zug in Richtung Dresden durchfahren darf, wenn ein Regionalexpress nach Berlin hält. Der Zugang zu Gleis 1 und 2 erfolgt durch diese Pforte, die erst beim Halt eines Zuges geöffnet wird, was nach dem tödlichen Unfall einer Jugendlichen, die im Dezember 2010 zwischen zwei Züge geriet, sehr konsequent gehandhabt wird. Zuvor diente das Türchen auch als Zugang zum Gleis 7 und stand daher meist offen. Nach dem besagten Unglück wurde eine separate Zuwegung zum Gleis 7 geschaffen und der Bahnsteig längs mit einem Gitterzaun geteilt. Zwischen dem Berliner Außenring und Wünsdorf sind im werktäglichen Durchschnitt 140 bis 150 Zugfahrten anzutreffen. Im weiteren Streckenverlauf wegen der endenden Regionalexpresse bloß noch um die 100. Der Fahrdienstleiter bedient ein mit Gleisfreimeldeanlage und elektrisch gestellten Weichen aufgemotztes mechanisches Stellwerk. Das Wärterstellwerk im Nordkopf verlor seine Daseinsberechtigung 2007, als der Bahnhof auf den in der Skizze gezeigten Umfang eingedampft wurde. Eine Vorstellung von der früheren Ausdehnung vermitteln die breiten Quertragwerke. Die gekappten Gleise lagen noch eine Zeit lang nutzlos herum und verschwanden bei einer größeren Aufräumaktion um den Jahreswechsel 2012-2013. Die Natur erobert Schritt für Schritt das Gelände des sowjetischen Bahnhofs zurück, nachdem dort am 8. September 1994 der letzte Moskau-Express abgefahren und der als Gleis 16 bezeichnete Russenbahnsteig von 1995 bis 1998 noch für wendende Regionalzüge genutzt worden war. Der südlich anschließende Streckenabschnitt erfuhr in den Jahren 2016 und 17 eine umfangreiche Sanierung. Der nächste örtlich besetzte Bahnhof in Richtung Dresden ist seitdem das mehr als 80 Kilometer entfernte Elsterwerda. Einsam auf weiter Flur ist der Fahrdienstleiter Wünsdorf trotzdem nicht, denn auch auf den weiter nördlich gelegenen Stationen Zossen, Dabendorf und Rangsdorf sitzen noch rund um die Uhr Kollegen auf ihrem Posten. Doch große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 2020 soll der voraussichtlich 2 Jahre dauernde Umbau des Bahnhofs Wünsdorf starten, damit Fernzüge künftig mit 200 Sachen durchdonnern können. Aktuell sind in Nord-Süd-Richtung 160, in Süd-Nord-Richtung 100 km/h zugelassen. Einige Kilometer nördlich erstreckt sich zudem beidgleisig eine Tempo 50 Langsamfahrstelle. Gleis 2 erhält einen Außenbahnsteig auf der Ostseite, wofür Gleis 3 ein Stück nach Norden rückt. Das Mechanische wird durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt und der Bahnübergang gleicht einem Tunnel für Fußgänger und Radfahrer. Verschwinden soll in diesem Atemzug der Hingucker des Bahnhofsumfelds, die Ruine des 1913 eröffneten und seit langem verwaisten Hotels Märkischer Hof. Für diesen Bahnhofsumbau gab es schon vor über 15 Jahren konkrete Pläne. Das Magazin Drehscheibe nannte damals den Zeitraum von Februar bis November 2004. Ende 2003 jedoch präsentierten die Herren Roland Koch und Per Steinbrück ihre berühmte Liste mit Sparvorschlägen, denen wir unter anderem verdanken, dass der Ausbau der Dresdner Bahn frühestens 2028 abgeschlossen sein wird. Aber sehen wir das mal positiv. Wäre der Bahnhof Wünsdorf schon seinerzeit umgekrempelt worden, hätte ich ihn hier und heute wohl kaum porträtiert. Damit bin ich dann aber auch am Ende dieses Wünsdorf-Abstechers angelangt und mache mich auf den Rückweg in den Norden, um mir den neuen Hamburger S-Bahn-Haltepunkt Elbbrücken zu Gemüte zu führen. Denn über den werde ich demnächst berichten, auf diesem Kanal. Bis dahin!